Es gibt gröbliche Augen, die gleich einen Gletscher oder Meeressturm verlangen, um befriedigt zu sein. Diese mögen zu Hause bleiben. Der Reisende in der Mark muss sich mit einer feineren Art von Natur- und Landschaftssinn ausgerüstet fühlen. So beschrieb Fontane den Genuss, die Mark zu besuchen, und es stimmt. Durchschreitet man die Wälder und betrachtet die reiche Seenlandschaft, kehrt eine magische Ruhe ein und man wird eins mit der Natur. Natürlich hat sich dieser Flecken Erde seit Fontane gewandelt. Und dennoch erinnert vieles an die Ursprünge, weil man hier Tradition und Innovation zu verbinden gelernt hat. Die Gemeinde Behnsdorf beispielsweise, inmitten der Behnsdorfer und Woltersdorfer Heide, nahe der Stadt Brandenburg an der Havel gelegen, ist Teil des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Den Behnsdorfer Ortsteil Herrenhölzer, der Anfang des 19. Jahrhunderts selbstständig wurde, findet man südlich der Bundesstraße 1. Erste Datierungen gehen auf das Jahr 1577 zurück. Anfang des 19. Jahrhunderts gehörte noch eine große Ziegelei zum Gut. Also unser Gut hat eine Geschichte, 500 Jahre alt. Es wurde im 16. Jahrhundert erstmalig erwähnt als Mönchgut. Hier haben sich Mönche angesiedelt, die haben Wald gerodet und haben dieses Land urbar gemacht und haben hier Landwirtschaft betrieben. Über mehrere Jahrhunderte hat es mehrere Besitzer gegeben. Die letzten Besitzer waren im 19. Jahrhundert die Familie Buchholz. Dann kam die Enteignung, dann war es in staatlicher Hand. Und im Jahre 1998 haben wir, das heißt Herr Mönig und Herr Streit, die beiden Mitbesitzer und meine Wenigkeit, wir haben es von der Treuhand 1998 gekauft, haben angefangen, hier Landwirtschaft zu betreiben. Und unser Hauptziel und unsere Hauptproduktion ist, auf diesem Hof Spargel zu produzieren, Erdbeeren selber für die Direktvermarktung. So haben wir heute ca. 150 Hektar Spargel im Anbau und Erdbeeren im Anbau, machen auch ein bisschen Getreide, konventionelles Getreideproduktion und vermarkten unseren Spargel fast in ganz Europa. Neben den Jungpflanzen sehen wir ein Feld, das in Vorbereitung ist für die Anpflanzung im Jahre 2011, also im nächsten Frühjahr, ist jetzt Ackersenf, der wird untergemulcht, dient als Gründünger und ist als Pflanzennahrung für die Jungpflanzen im nächsten Jahr gedacht. Unser Spargel ist einfach lecker, der ist sehr früh. Wir können Anfang April Spargel anbieten in unserer eigenen Hofgaststätte, im Hofladen. Also es lohnt sich, unser Gut zu besuchen, uns kennenzulernen. Wir laden Sie ein, versuchen Sie es. Neben dem großflächigen Spargelanbau sind Heidelbeeren, Erdbeeren und Rhabarber die Haupterzeugnisse des Gutes, die heute im angrenzenden Hofladen ihre Käufer finden. Touristen und Besucher haben die Möglichkeit, die modernen Produktionsanlagen zu besichtigen und sich mit eigenen Augen von der Qualität des Spargels zu überzeugen. Denn Ziel der Herrenhölzer Spargelbauern ist es, ein qualitativ hochwertiges Produkt anzubieten. Um dies zu gewährleisten, muss die Zeitspanne zwischen Stechen und Verzehr so kurz wie möglich gehalten werden, was auf dem Gut durch die wenigen Schritte der Direktvermarktung erreicht wird. Das in der waldreichen Landschaft gelegene Anwesen ist aber auch ein Kleinod für Wanderer, Reiter und andere Sportbegeisterte. Gut Herrenhölzer ist leicht über die Radwanderwege der Region erreichbar und für Campingtouristen werden Campingwagenstellplätze geboten und weitervermittelt. Spannende und erlebnisreiche Kremserfahrten lassen einen die Natur bequem erfahren und sind Teil eines ausgeklügelten Tourismusprogramms. Zu erreichen ist Herrenhölzer über die A2-Abfahrt Brandenburg. Regionalzüge verkehren von Berlin halbstündlich, von Magdeburg stündlich nach Brandenburg an der Havel. Immer einen Besuch wert. Gut Herrenhölzer, Mönig und Streit GbR.
Gutstraße 1 in Behnsdorf.